Lieber Herr Bierbaum, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind Zeitzeugen eines umfassenden Wandels. Um uns herum verändert sich die Welt und diese Veränderungen verspüren wir am eigenen Leib. Es ist also kein nur gedanklicher Wandlungsprozess, sondern ein realer, ein Wandlungsprozess, der uns nicht nur äußerlich bleibt, sondern unser Denken und Tun und unsere Erfahrung beeinflusst. Wir beschreiben diesen Wandel, dessen Zeitzeugen wir sind, als Digitalisierung und verstehen darunter das Phänomen, dass alles, was in dieser Welt passiert, nunmehr auch und verstärkt computerunterstützt vonstatten geht. Denken Sie sich ein Szenario, in dem es plötzlich keine Mikroprozessoren und keine Datenspeicher mehr gibt. Wir hätten eine völlig andere Welt. Wir wären völlig andere Menschen. Digitalisierung ist ein Metaprozess, analog zur Globalisierung als Metaprozess. Und Digitalisierung als ein solcher Metaprozess durchzieht alle sozialen Wandlungsprozesse. Medienwandel, Veränderungen des Wirtschaftens, Veränderungen der Arbeitswelt, Veränderungen in der Politik, im weiteren wie im engeren Sinne, Wandel der Religion, Veränderungen in Erziehung, Bildung, Familie, das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, die Zivilgesellschaft, das Vereinswesen. Kein Bereich ist von diesem Metaprozess der Digitalisierung ausgenommen. Und auf diese Weise verändert er das Selbst- und Weltverhältnis der Menschen. Man sagt das so leicht dahin, das Selbst- und Weltverhältnis der Menschen. Wenn man das aber einmal durchbuchstabiert, dann ändert sich Wirklichkeit. Ändern sich Vorstellungen des guten Lebens. Wir reden anders über Recht und Gerechtigkeit. Wir reden anders über Liebe und Freundschaft. Es verändert sich, wie wir beten, um was wir bitten und wie wir bitten. Erlösung und Heil bekommen als menschliche Begriffe eines Geheimnisses eine andere Bedeutung. Die Digitalisierung ist ein Zeichen der Zeit. Wandlungsprozesse gibt es immer wieder. Die Welt steht nicht still. Aber dieser Wandlungsprozess hat eine eigene Qualität, eine größere Qualität. Deswegen können wir von einem Zeichen der Zeit sprechen. Ein Zeichen der Zeit liegt dann vor, wie Karl Lehmann formuliert hat, wenn eine Gestalt des Lebens sich auf neue Weise entpuppt. Eine Gestalt des Lebens sich auf neue Weise entpuppt. Als Christinnen und Christen leuchten wir hinein in diese Entpuppungsprozesse des Lebens. Mit dem Licht der frohen Botschaft und den Erfahrungen, die die Menschen mit ihrem Gott gemacht haben und machen. Ein Vorschlag, wie man das machen kann, diese Digitalisierung als Zeichen der Zeit im Licht des Glaubens zu deuten, liegt vor mit dem Impulspapier, das Netz als sozialer Raum, Kommunikation und Gemeinschaft im digitalen Zeitalter, das Sie alle jetzt auf dem Schoß oder vor sich liegen haben. Ich freue mich sehr, dass mir die Ehre gegeben wurde, Ihnen dieses Papier vorzustellen. Bevor ich in den Inhalt des Papiers einsteige, gestatten Sie ein paar Bemerkungen zum Entstehungskontext und den Zielen dieses Papiers der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Wie wurde die Idee geboren? Einige Elemente kamen zusammen. Oberkirchenrat Bierbaum bietet seit einigen Jahren in Tutzing ein Medienforum für Journalisten und Medienschaffende an. Dort haben sich die Themen Qualitätsjournalismus und die Zukunft der Kommunikation der Menschen untereinander herauskristallisiert als wichtige Themen. Es gibt außerdem seit längerer Zeit eine Kooperation zwischen der Abteilung Medien- und Erwachsenenbildung der Bayerischen Landeskirche und der Abteilung Christliche Publizistik an der Universität Erlangen. In diesem Zusammenhang wurde immer wieder darüber gesprochen, dass es ein neues Medienpapier geben müsste, da sich seit fast 20 Jahren die Welt natürlich ein paar Mal gedreht hat. Das letzte Medienpapier der Evangelischen Kirche ist von 1997.
Mit diesem Thema haben sich auch mehrere Seminare der Masterstudierenden der christlichen Publizistik an der Uni Erlangen beschäftigt. Es hat sich gut getroffen, dass die Jugenddelegierten der EKD-Synode, einen haben wir gestern während des Podiumsgespräches kennengelernt, das Thema auch in die Synode eingebracht haben. Außerdem hat die Vorbereitungsgruppe für das Reformationsjubiläum hier in Nürnberg die Idee, das Themenjahr Reformation, Bild und Bibel, das auch als Medienjahr gilt, zu füllen, indem man in Nürnberg ein Medienkonzil zu einem aktuellen Thema abhält. Aus dieser Konstellation heraus ist die Idee geboren, ein Impulspapier zu schreiben. Die Landeskirche, Herr Bierbaum hat es erwähnt, hat eine Steuerungsgruppe eingesetzt und diese hat dann eine Redaktionsgruppe gebildet. Und diese Redaktionsgruppe, der ich angehören durfte, hat unter der Leitung von Johanna Haberer innerhalb eines Jahres dieses Papier erarbeitet. Wir haben uns in München, Erlangen und Berlin getroffen, also nicht nur Bayern geografisch ausgeleuchtet, sondern auch einen etwas breiteren Kreis gezogen. Dabei haben wir in mehreren Anhörungen die Expertenmeinung von einem Netzaktivisten, einer Netzpolitikerin, einem Verschlüsselungsexperten und einem Urheberrechtsexperten erfragt und viele Anregungen in das Papier aufgenommen. Daraufhin wurde das Papier in mehreren Lesungen dem Landeskirchenrat vorgelegt, verabschiedet und den Synodalen der Bayerischen Landeskirche zur Kenntnis gegeben. Das Ziel ist es, einen Impuls zu geben. Sicher ist es ein inhaltlicher Impuls, in dem die christliche Perspektive deutlich zu sehen ist. Aber es geht auch darum, überhaupt eine wertorientierte bzw. ethische Debatte zu initiieren. Das Thema Digitalisierung in seinen vielen beschriebenen Folgen in die Wahrnehmung von christlichen Journalisten und Bildungseinrichtungen zu heben, die Politik anzusprechen und zu einer Antwort anzuregen, Sensibilität zu generieren. Meinungsbildung möglich zu machen und gestaltendes Handeln auf diesen Feldern anzuregen. Und daher wurde zu diesem Konzil Bildungs- und Medienschaffende und Synodale eingeladen, die sich auf diesem Konzil beraten mit Netzaktivisten, Journalisten, Politikerinnen und Verantwortlichen in der Kirche. Also sie sollen das Papier nicht einpacken, alleine lesen oder gar als etwas behandeln, das eine Debatte abschließt. Ganz im Gegenteil. Wir wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen über die von uns angesprochenen Themen. Wo widersprechen Sie uns? Was können Sie unterschreiben von dem Papier? Wo sehen Sie weiteren Handlungsbedarf? Ein letzter Kommentar zum Entstehungskontext gilt der ökumenischen Dimension. Die Kirchen haben die Medienethik in den letzten Jahren verstärkt zu ihrem Thema gemacht. 1997 haben die evangelische Kirche in Deutschland und die katholische Kirche dies auch in amtlicher Weise gemeinsam getan, mit der gemeinsamen Erklärung Chancen und Risiken der Mediengesellschaft. Durch das komplexe Zusammenwirken von Reformationsdekade, Landeskirche und Universität war es zunächst hier nicht möglich, auch eine offizielle Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche anzustreben. Auch wenn hier also keine offiziell amtliche Zusammenarbeit im Sinne einer Ökumene veranstaltet wurde, steht außer Zweifel, dass Medienethik keine konfessionelle Arbeit sein kann, sondern eine allgemein christliche Aufgabe ist. Die Punkte, die in dem Papier stehen, sind Konsens in beiden Kirchen. Dass ich als katholischer Theologe und Professor an einer philosophischen Hochschule der Jesuiten Teil der Redaktion sein durfte, ist aus meiner Perspektive ein echtes Zeichen gemeinsamen christlichen Handelns. Dass mein Stiftungslehrstuhl, Herr Bierbaum hat es erwähnt, unter anderem von der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Bayern und der katholischen Kirche mitfinanziert wird, ein weiteres. Nun zur inhaltlichen Ebene. Das Papier stellt meines Erachtens drei Fragen und findet je eigene Antworten. Es stellt zunächst die Frage, wie ist es? Hier geht es darum, was um uns herum passiert, welche Phänomene sich uns als digitaler Wandel aufdrängen, wo es Dynamiken gibt. Wenn Sie den Text lesen, werden Sie viele Passagen finden, in denen beschrieben wird, wie es ist. Man könnte jetzt sagen, warum muss das ein christliches Papier eigentlich machen, beschreiben, was ist? Das ist doch Sache sozialempirischer Forschung, steht doch in der Zeitung oder das hat doch eine andere Organisation auch schon beschrieben.
Natürlich kommt es hier auf die Perspektive an, aus der das, was ist, in einem bestimmten Licht gesehen und entsprechend beschrieben wird. Die Passagen, in denen die digitale Welt beschrieben wird, sind Ergebnisse von christlich geleiteten Verstehensbemühungen. Es geht nicht um exklusive Deutungen, die ein nicht-religiöser Mensch nicht auch nachvollziehen könnte. Aber es geht darum, einem christlichen Wirklichkeitsverständnis Raum zu geben, die Veränderung verstehen und entsprechend beschreiben zu können. Die zweite Frage des Papiers lautet: Was orientiert uns? Hier geht es um ein Verhältnis zu den Dingen, wie wir sie wahrnehmen und verstanden haben. Wie stehen wir dazu? Was sollen wir davon halten? Und dazu braucht man einen Punkt, der den Stand markiert, einen Standpunkt, von dem aus die Phänomene beurteilt werden. Und das Papier wählt hier konsequent den orientierenden Standpunkt der christlichen Freiheit und knüpft dabei an eine zentrale Stoßrichtung der Reformation. Diese Freiheit im und aus dem Glauben ist im 16. Jahrhundert immer auch eine Freiheit des Lesens, Beteiligens und Publizierens, sodass die Reformation als Medienereignis und Medienrevolution gedeutet werden kann. Dieser Zusammenhang gibt dem Papier die Orientierung. Es ist die Freiheit, die sich in der Beteiligung aller äußert und für die Anstrengungen der Befähigung unternommen werden müssen. Ambivalenzen der Freiheit, die Verantwortungsdimension der Freiheit, das Aufbegehren gegen kirchliche und politische Zustände der Unfreiheit, regulierende Durchgriffe auf den Einzelnen und so weiter, das sind Ausdeutungen des Befreiungsimpulses der Reformation. Aus diesem Blickwinkel muss das Netz ein, wie es formuliert wird, Instrument der Freiheit sein. Und schließlich wird die dritte Frage gestellt: Was tun? Ungewöhnlich direkt werden politische Forderungen gestellt, die zwar nicht parteipolitisch situiert werden, aber doch konkrete Forderungen zu formulieren wissen. Was man von anderen fordert, muss man auch von sich fordern. Anders formuliert: Forderungen an andere haben vor allem nur dann eine Kraft, wenn ich diese Forderungen so oder ähnlich auch an mich selber stelle und mich darum bemühe, ihnen nachzukommen. Das Papier formuliert daher Forderungen zunächst an die eigene Adresse, bevor sie sich politisch äußert. Wo dieses Vorgehen noch nicht Standard in kirchlichen Texten zu sozialen Fragen ist, gibt es noch etwas zu tun. Und aus dieser Perspektive ist auch der haushalterische Vorbehalt zu interpretieren, den Sie auf Seite 8 und 47 lesen. Wo ich politische Maßnahmen fordere, die Geld kosten, werde ich authentisch nur dann fordern können, wenn ich selber Geld in die Hand nehme. Diese drei Fragen: Wie ist es? Was orientiert uns? Und was können wir tun? Verschränken sich natürlich. Vor allem in den Themenkapiteln wird dies deutlich. Damit sind wir beim Aufbau des Papiers. Ich beschränke mich auf einen groben Überblick, weil Sie ja in den Workshops die Möglichkeiten haben, intensiv in das Papier hineinzuschauen und seine Themen zu diskutieren. Sie finden zunächst eine ausführliche Einleitung, die das medienethische Impulspapier im Rahmen der Reformationsdekade kontextualisiert. Direkt daraus wird, wie beschrieben, der orientierende Standpunkt des Papiers gewonnen. So wird auf Seite 7 oben formuliert: Der Impuls der Befreiung in Luthers Schriften, Art und Geschwindigkeit ihrer Verbreitung, der kritische Widerspruch gegenüber Monopolen von Meinungsmacht und Lebensdeutung sowie die Beteiligung des einzelnen Christen an der Suche nach der Wahrheit des Glaubens in seiner jeweiligen Zeit sind ein Erbe der Reformation, das heute Christen aller Konfessionen aufgetragen ist. Dieses Erbe verpflichtet die Kirchen, die Entwicklung der Medien, der medialen Kommunikation, deren Chancen und Risiken, ihre Diskurse und kritischen Potenziale zu begleiten. Es verpflichtet Christen in der Gesellschaft, die Bedingungen der Kommunikation zwischen Menschen sowie die technischen Voraussetzungen dafür zu reflektieren. Medien sind aus dieser Tradition heraus als Instrumente der Freiheit und neuer Wahlmöglichkeiten zu verstehen. So der Text. In dieser Einleitung wird zudem deutlich,
dass aus der orientierenden Perspektive heraus immer auch die humanen Potenziale der Digitalisierung gesehen werden. Nach dem Kontext, dem Standpunkt, wird das Ziel des Papiers formuliert, auf Seite 8, die nachfolgenden Überlegungen sollen der notwendigen Diskussion in der Kirche wie in der Gesellschaft Anstöße geben. Es geht dabei um die Verantwortung für die zwischenmenschliche Kommunikation, ihre Freiheit und ihre Sicherheit. Auf Seite 9 setzt die Einleitung neu an und zeichnet eine luzide theologisch-internetethische Skizze im Ausgang von der reformatorischen Freiheitsidee. Befähigung, Gemeinschaft, Beteiligung, Transparenz, Mündigkeit, Bildung, Respekt, Würde, Umkehr, Gnade, Geheimnis und Eigentumsvorbehalt. Diese theologischen Schlüsselbegriffe werden ins Spiel gebracht und es wird gezeigt, wie sie in ihrer jeweiligen Freiheitsrelevanz dem digitalen Wandel eine Orientierung geben können. Nach dieser Kontextualisierung, der Beschreibung des Standortes der Überlegungen und den Absichten, die das Papier verfolgt, schließen sich die vier thematischen Hauptkapitel an. Hier wird das Netz als Freiheitsraum beschrieben. Und dabei ist festzuhalten, dass der Titel der Schrift, das Netz als sozialer Raum, kein Gegenmodell zu Freiheitsraum formuliert, sondern damit nur den Freiheitsbegriff expliziert. Freiheit ist nicht etwas, das der Mensch für sich hat, sondern nur gemeinsam haben kann. Dieser Freiheitsraum des Netzes hat seine Ambivalenzen. Im Grunde ist es die Linie zwischen den Polen der Freiheit und der Unfreiheit, auf der jeweils ein Thema sondiert wird. Und diese Linie, also diese Linie, die die Pole der Freiheit und der Unfreiheit verbindet, durchzieht den Raum des Netzes. Kapitel 1 nimmt sich Informationsräume vor. Die riesigen Mengen an Informationen machen nicht aus sich heraus schon frei. Eine freie Gesellschaft braucht Klarheit und Orientierung. Sie verliert sich im Rauschen und im Nebel. Das Kapitel fordert deswegen Qualität medialer Information. Kapitel 2 behandelt Identitätsräume. Menschen leben im Netz, bewegen sich kommunikativ in der digitalen Medienwelt, stellen sich dar und werden durch seine Strukturen nicht selten zugerichtet auf Selbstperfektion und Selbstoptimierung. Digitale Welten sind für Individuen auch Zwangsräume, die freie Identitätsbildung behindern. Das Kapitel fordert Maßnahmen zur Wahrung informationeller Selbstbestimmung und Privacy-Kompetenz. Kapitel 3 analysiert Machträume und fokussiert auf wirtschaftliche und staatliche Akteure. Ausleuchtungen von Personen folgen ökonomischen und staatlichen Interessen. Das Netz als freier Beteiligungsraum ist vielfach nur mehr eine Chimäre. Das Kapitel fordert couragierte Netzpolitik und die Wahrnehmung des Primats der Politik gegenüber den Anbietern. Kapitel 4 schließlich behandelt Entwicklungsräume. Im Zentrum stehen dort digitale Experimentier- und Erfahrungsräume, die zu einem wichtigen Faktor der Identitäts- und Urteilsbildung geworden sind, gerade für Kinder und Jugendliche. Autonomes Handeln erlernt man in digitalen Umgebungen, auch durch das Fehlermachen, durch das Spielen, durch negative Erfahrungen. Die Medienkompetenz ist nicht nur das Ereignis oder das Ergebnis eines automatisch ablaufenden Sozialisationsprozesses, sondern diese Kompetenz muss in entsprechenden Angeboten auch entwickelt werden. Das Kapitel fordert massive Anstrengungen im Medienbildungsbereich. Informationsräume, Identitätsräume, Machträume und Entwicklungsräume. Alles ambivalente Freiheitsräume des Netzes. Hier ist es gelungen, die Bedrohungen einer an Würde, Sozialität und Verantwortung orientierten Freiheit durch die Digitalisierung zu beschreiben, zu beurteilen und Handlungsperspektiven für Kirche, Gesellschaft und Politik aufzuzeigen. Ziel ist es, diese Räume als soziale Räume zu gestalten.
damit Kommunikation zu Freiheit und Gemeinschaft führt. Das letzte und fünfte Kapitel sammelt aus der Perspektive der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Bayern die Selbstverpflichtungen ein und betont ihren Einsatz für die Zivilisierung digitaler Welten und rundet damit das Impulspapier ab. Ich darf Ihnen nach diesem Überblick und nach dieser natürlich auch deutenden Beschreibung des Papiers, womit Sie sich ja gleich dann in den Arbeitsgruppen beschäftigen können, kurz die Redaktionsgruppe dieser Schrift vorstellen, damit Sie die auch noch vor Augen haben. Und ich bitte die Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich zu mir hier oben. Ich werde einfach weitersprechen und Sie kommen. Johanna Haberer, die kennen Sie, geboren 1956 in München, Professorin für christliche Publizistik und Leiterin dieser Redaktionsgruppe. Roland Rosenstock lehrt als Professor praktische Theologie mit dem Schwerpunkt Religions- und Medienpädagogik an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald. Ronald Rosenstock widmet sich hauptsächlich der Beziehung zwischen Religion und Medien, wobei vor allem Medienethik, Pädagogik und Didaktik sowie Medienkompetenzentwicklung im Fokus stehen. Thomas Zeilinger setzt sich besonders mit sozialen Netzwerken auseinander. Zeilinger ist seit 2007 Lehrbeauftragter für Medienethik an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Wir haben auch schon Seminare zusammen veranstaltet und dort seit 2010 Privatdozent. Er arbeitet im Institut Persönlichkeit und Ethik. Dr. Ingrid Stapf studierte Philosophie, Psychologie und Medienwissenschaft an der Universität Düsseldorf und der University of California. Sie promovierte im Jahr 2004 zum Thema Medien, Selbstkontrolle, Ethik und Institutionalisierung. Seit Jahren sind Ingrid und ich liebe Kollegen in der Fachgruppe Kommunikations- und Medienethik der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Oberkirchenrat Sven Waske, da ist er. Sven Waske ist Leiter Referat Online und Strategie, Stabsstelle Kommunikation im Kirchenamt der EKD, geboren 1972 in Köln, Theologiestudium von 1992 bis 1999 an der Kirchlichen Hochschule Bethel und den Universitäten Oxford und Bonn. Ja, und ich war auch dabei, also es ist eine bunte Gruppe, wir haben intensiv gearbeitet, natürlich, wie Sie sich vorstellen können, und das sei mir gestattet am Ende, es ist ein gelungenes Papier geworden. Wir werden jetzt die Gelegenheiten haben, die Workshops, die wir gleich veranstalten, die wir mit Ihnen zusammen tun wollen, kurz vorzustellen, damit Sie wissen, was Sie erwartet und damit auch die anderen wissen, was in den Workshops stattfindet. Ja, meine Damen und Herren, im Workshop 1 wird es um das Thema Qualitätsjournalismus gehen, das von dem gestern und heute Morgen immer wieder die Rede war. Qualität und Informationsfülle. Das erste Kapitel des Impulspapiers, das Ihnen von Alexander Filipovic ja schon knappst vorgestellt wurde, hat den Titel Leuchttürme im Nebel und das Spannungsfeld von Informationsflut, Informationsfülle und der Notwendigkeit der Meinungsbildung, den Bedingungen dieser Meinungsbildung in der individuellen, professionellen Perspektive von Journalistinnen und Journalisten, aber natürlich auch des Mediensystems insgesamt, wird der Workshop 1 nachgehen. Ich werde mit Ihnen das Papier und seine Hauptthesen kurz in Blick nehmen und dann freue ich mich besonders auf den Kommentar zum Papier von Markus Springer, Redakteur beim Evangelischen Sonntagsblatt, der sicher dafür sorgen wird, dass wir dann nach miteinander gut ins Gespräch kommen. Ich freue mich auf den Workshop. In meinem Workshop, den ich zusammen mit Nina Köberer anbieten werde, geht es um das Kapitel 3, Emanzipation und Monopol, ausgeschrieben als Überwachung, Monopol und Überwachung. Wir werden uns vor allen Dingen die leider sehr aktuellen Dinge der staatlichen Überwachung angucken, aber auch uns angucken, was eigentlich passiert in diesen freien Beteiligungsräumen des Netzes, ob man da wirklich so frei ist und frei agieren kann oder ob die Interessen der Anbieter so durchgreifen auf den Einzelnen, dass diese
freien Beteiligungsräume eigentlich keine sind. Also diese ganze Problematik, bei der nicht nur wirtschaftliche Unternehmen Interesse an unseren Daten haben, sondern auch staatliche Stellen durchgreifen. Wir überlegen, welche Interessen dahinter stehen und gucken, was das für uns bedeutet. Ja, im dritten Workshop werden wir uns mit dem Kapitel 4, Spiel dein Leben, beschäftigen. Wenn Medienkompetenz heute nicht nur eine kommunikative Kompetenz unter anderen ist, sondern eine Lebenskompetenz ist, die jeder Mensch bei sich entwickeln muss, ob er nun jung ist oder auch alt ist, dann ist natürlich die Frage auch an Gesellschaft und Kirchen, wie können wir diese Medienkompetenz entwickeln durch Medienbildung. Ich bin in einem Theologiestudium groß geworden, wo Medien nicht zum Bildungskanon dazugehörten. Und wenn wir bedenken, was heute im Kindergarten schon für Herausforderungen für Medienkompetenzentwicklung da sind, müssten wir doch unsere Erzieherinnen, Erzieherausbildung, wir müssten unsere evangelische Erwachsenenbildung, ja, wir müssten auch das Theologiestudium verändern. Welche Impulse wir vielleicht in die Kirche hinein und auch in die Gesellschaft hinein setzen können in Fragen Medienkompetenzentwicklung, darum wird es im dritten Workshop gehen. Ich freue mich sehr, dass Frau Dr. Ulrike Wagner, die Direktorin des JFF, das Kapitel kritisch gelesen hat und einen Blick von außen auf dieses Kapitel werfen wird. Ja, guten Morgen. Ich werde mit Roland Rosenstock zusammen das Thema Regulierung bearbeiten. Das ist ein sehr spannendes Thema, wenn man sich nämlich genauer vor Augen hält, dass wir vor einer großen Regulierungswende stehen. Wenn wir das Internet und die digitale Welt nämlich nicht mehr als ein reines Massenmedium sehen, sondern uns gewahr werden, dass es ein sozialer, öffentlicher Raum ist, dann hat es ganz wegweisende Konsequenzen auch dafür, wie wir Regulierung begreifen und wie wir sie auch durchführen. Wir werden das an dem Beispiel von Kinder- und Jugendmedienschutz festmachen und ganz konkret YouNow, eine Live-Plattform im Internet, anschauen, um daran zu diskutieren, was müssen wir eigentlich am Kinder- und Jugendmedienschutz neu organisieren, damit wir eben diesen Veränderungen gerecht werden. Und dazu werden wir uns sehr stark mit der Idee der Kinderrechte auch beschäftigen. Ich freue mich auf Ihre Mitarbeit. Ich sage kurz was zu zwei Workshops. Frau Achtelstädter ist gerade noch verhindert, weil die technische Probleme hat. Frau Achtelstädter wird die globale Dimension des Netzes in Augenschein nehmen. World Association of Christian Communication, deren Geschäftsführerin sie ist, das ist eine Institution des Ökumenischen Rats der Kirchen, beschäftigt sich mit der Frage des Netzes von der Sichtweise von Kommunikationsrechten her. Und wie das aus globaler Perspektive aussieht, das wird in diesem Workshop besprochen werden. Und der andere Workshop, den ich mit Klaas Hüsing, Professor für Systematische Theologie in Würzburg, zusammen mache, er ist ein reformierter Theologe vom Herkommen her, mit dem möchte ich gerne über Selbstoptimierung und Gnade arbeiten. Die Frage, was bedeutet der Sog zur ständigen Überprüfung seiner selbst, zur Repräsentation im Netz, bis hin zur Selbstbeobachtung durch Apple-Uhren, digitale Selbstoptimierung und die Möglichkeit, diese zu verschalten. Nida Rümelin hat gestern eindringlich darauf hingewiesen, diese zu verschalten dann mit Krankenkassen oder Kraftfahrzeugversicherungen oder eben auch, was jetzt schon bekannt geworden ist, mit dem Arbeitgeber, der gerne darüber informiert werden möchte, ob der Arbeitnehmer auch seine REM-Phasen in der Nacht gut geschlafen hat, also mit dem Arbeitsvertrag der Zugang zur Apple-Uhr. Diese Dinge sind keine Horrorvision, sondern die gibt es schon. Was dazu zu sagen ist, aus einem theologischen Standpunkt und zur Frage von Gnade, das werden wir in diesem Workshop besprechen.